Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Häkelvideo oder vielmehr willkommen zu meinem XXL Monsterprojekt. Denn ich habe ja schon in den letzten Videos erwähnt, dass ich an was sehr, sehr Großem gearbeitet habe. Und heute ist es endlich soweit und ich möchte preisgeben, was das war. Ihr habt es im Titel vielleicht schon gelesen. Wir häkeln heute nämlich eine Pixeldecke im Super Mario Style. Wobei heute ist ein bisschen zu viel gesagt. Das Video gibt es natürlich heute, aber ich habe da natürlich wesentlich länger dran gehäkelt. Über ein Jahr. Ich habe letztes Jahr im Mai damit angefangen und was soll ich sagen? Wir haben inzwischen wieder Mai und das Video kommt hoffentlich im Juni raus, denn noch ist die Decke nicht ganz fertig. Wie gesagt, das Ganze ist im Super Mario Style und das Motiv dazu, das habe ich mir selbst überlegt und zwar ist es das hier. Das ist mein Super Mario, den habe ich einmal auf meinem Ideenblock aufgezeichnet. Es ist ein Karo-Block und jedes einzelne Kästchen ist ein Pixel, das ich gehäkelt habe. Mein Design werde ich euch auf meinem Blog packen, genau wie noch ein paar nützliche Infos dazu und den Link zu meinem Blog, den findet ihr unten in der Infobox. Und wie gesagt, für dieses Motiv habe ich ganz viele Pixel gehäkelt und zwar solche hier. Das sind kleine Granny Squares und davon habe ich genau 1064 Stück gebraucht. Und wie die gehäkelt werden, zeige ich euch jetzt erst einmal. Ihr braucht natürlich ganz viel Wolle in Polyamid und Polyacryl. Guckt am besten auf das Label, welche Nadelstärke ihr braucht. Ich habe eigentlich die gesamte Decke mit einer 2,5er Nadel gehäkelt. Ja, ich weiß, ich häkle gefühlt alles mit einer 2,5er Nadel, aber die habe ich auch hier benutzt. So, und wir schlagen jetzt einen Anfangsknoten an, gefolgt von 4 Luftmaschen. Dann steche ich in die erste Schlaufe ein und häkle dort eine Kettmasche. Das wird mein Start. Ich benutze diesen Ring. Ihr hättet auch anders beginnen können, zum Beispiel mit einem Maschenring und hättet mit dem gearbeitet. Aber da ihr relativ viel hineinhäkeln müsst, bevorzuge ich das. Und dann wird eigentlich die ganze Zeit mit Stäbchen gehäkelt. Für den Anfang allerdings kein Stäbchen, sondern 2 Luftmaschen und ihr behandelt das Ganze aber wie ein Stäbchen. Das zählt damit als Stäbchen Nummer 1. Es folgen 2 weitere Stäbchen. Und beim ersten richtigen Stäbchen zeige ich euch auch einmal ausführlicher, wie das geht. Ihr holt zuerst den Lauffaden ein, stecht dann durch unseren Kreis und holt den Lauffaden wieder ein. Es liegen jetzt 3 Schlaufen auf der Nadel. Ihr holt den Faden und zieht diesen durch die ersten beiden Schlaufen hindurch. 2 liegen jetzt noch drauf. Dann holt ihr nochmal den Faden und zieht ihn durch die restlichen beiden Schlaufen. Und fertig ist ein Stäbchen. Und wir häkeln weiter. Danach 2 Luftmaschen. Dann kommen wieder 3 Stäbchen. Diesmal brauchen wir kein erstes, welches aus Luftmaschen besteht, sondern wir häkeln direkt alle Stäbchen. Und das machen wir jetzt noch 2 weitere Male, denn wir haben ja 4 Ecken. Wieder 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Und ein letztes Mal 2 Luftmaschen, gefolgt von 3 Stäbchen. Ich schneide noch schnell den restlichen Faden ab. Und jetzt brauchen wir auch für die 4. Ecke nochmal 2 Luftmaschen. Und wir stechen dann in Stäbchen Nummer 1 ein, also die letzte Schlaufe von unseren 2 Luftmaschen in diesem Fall, und häkeln dort eine Kettmasche. Und dann haben wir die erste Runde fertig. Ein kleines Quadrat mit 4 Ecken, immer dort an den Stellen, wo die großen Lücken sind. Und jetzt folgt Runde Nummer 2. Wir starten mit 5 Luftmaschen. Stechen dann in die große Lücke ein und häkeln wieder 3 Stäbchen. Es folgen wieder 2 Luftmaschen, das wird wieder unsere Ecke. Und dann häkeln wir nochmal 3 Stäbchen in genau dieselbe Lücke. So, wie ihr sehen könnt, die erste Ecke ist fertig. Und das machen wir jetzt weiter. Wir häkeln wieder 2 Luftmaschen und dann wieder 3 Stäbchen in die nächste Lücke. Erneut 2 Luftmaschen, um hier die Ecke zu bilden. Und wieder 3 Stäbchen. Ecke Nummer 2 ist fertig. Es folgen wieder 2 Luftmaschen. Und dann machen wir das Ganze nochmal. 3 Stäbchen, gefolgt von 2 Luftmaschen und 3 weiteren Stäbchen. Wieder folgen 2 Luftmaschen. Und wir stechen in die letzte Lücke ein und häkeln dort zunächst wieder 3 Stäbchen. Wieder kommen 2 Luftmaschen und dann häkeln wir wieder Stäbchen, dieses Mal jedoch nur 2.
Als letztes Stäbchen benutzen wir jetzt den Anfang unserer Luftmaschenkette, die wir zu Beginn der Runde gehäkelt haben. Und zwar stechen wir dort in die dritte Schlaufe ein und häkeln eine Kettmasche. Und damit haben wir Runde Nummer 2 fertig. Wir sind jetzt in der dritten Runde und setzen das Muster fort. Wir beginnen mit dieser Lücke. Also auch dort kommen wieder 3 Stäbchen rein und das erste Stäbchen stellen wir mit 2 Luftmaschen dar, um besser in die Höhe zu kommen. Danach geht es aber ganz normal weiter mit 2 einfachen Stäbchen. Dann häkeln wir wieder 2 Luftmaschen und gehen zur nächsten Lücke. Wir sind jetzt hier bei dieser Ecke. Dort häkeln wir wie immer 3 Stäbchen, gefolgt von 2 Luftmaschen und 3 weiteren Stäbchen. Es folgen wieder 2 Luftmaschen und wir häkeln jetzt in diese Lücke. Wie ihr sehen könnt, das ist diesmal keine Ecke, sondern liegt in der Mitte. Dort häkeln wir aber auch 3 Stäbchen. Danach folgen wieder 2 Luftmaschen. Wir gehen zur nächsten Ecke und häkeln dort wieder 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 3 weitere Stäbchen. Wir gehen weiter, häkeln dafür wieder 2 Luftmaschen und in die nächste Lücke kommen wieder 3 Stäbchen, wieder 2 Luftmaschen und wir häkeln in die nächste Ecke. Also wieder 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal 3 Stäbchen. Wir gehen weiter zur mittleren Lücke an dieser Seite und häkeln dafür 2 Luftmaschen und es folgen 3 Stäbchen in die Lücke. Wieder häkeln wir 2 Luftmaschen und es folgen wieder Stäbchen in die nächste Lücke hier an der Ecke. Wie immer 3 Stäbchen, dann 2 Luftmaschen und 3 weitere Stäbchen. Und dann ist das Ganze fast fertig. Wir schließen jetzt noch zum Anfang und häkeln dafür 2 Luftmaschen und stechen hier in die zweite Schlaufe von der kleinen Luftmaschenkette vom Anfang der Runde ein. Dort häkeln wir eine Kettmasche und dann ist auch die dritte Runde geschlossen und damit ist unser Granny Square fertig. Der Faden kann abgeschnitten werden, etwas länger. Den benutzen wir nämlich am Ende zum Vernähen und langziehen. Und so ein Granny Square hat bei mir eine Größe von etwa 5 x 5 cm. Granny Squares kann es natürlich auch viel, viel größer geben, aber meine sind relativ klein gehalten. Für andere Projekte könnt ihr natürlich auch wesentlich größere Granny Squares häkeln. Für mein Projekt, so eine Pixeldecke, wie ich sie mir überlegt habe, genügen 3 Runden. Und wie gesagt, davon habe ich echt eine ganze Menge gebraucht. Und um genau zu sein, 53 in Weiß, 18 in Dunkelrot, 13 in Hellrot, 56 in Dunkelgrün, 28 in Hellgrün, 10 in Orange, 9 in Grau, 89 in Hellbraun, 9 in Gelb, 104 in Schwarz, 43 in Dunkelbraun, 17 in Beige, 18 in einem etwas dunkleren Beige, 28 in Dunkelblau, 25 in Mittelblau und 544 in Hellblau. Ja, was soll ich sagen? Es ist einfach viel zu viel an Hellblau. Ich gebe auf. Hier der Rest. Und das letzte haben wir gerade zusammengehäkelt. Insgesamt sind das also 1064 Granny Squares. Und geplant war, dass die Decke so etwa 1,40 m x 2 m breit wird. Aber bevor ich anfange, das Ganze zusammenzunähen, würde ich sagen, ich lege es erst einmal zusammen, damit ich auch sehe, ob das wirklich so klappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Das sind alle Granny Squares, die ich gehäkelt habe und ich würde meinen, auf geht's! Und damit herzlich willkommen im Wohnzimmer. Wir starten jetzt mit Puzzeln. Alexa, spiele Musik. Kurze Trinkpause. Weiter. So.
So, immerhin das haben wir schon geschafft. Und wer genau hingeschaut hat, hat vielleicht mitbekommen, dass da doch so ein paar Stellen noch dabei waren, die nicht ganz gestimmt haben. Aber diese kleinen Ungereimtheiten habe ich jetzt schon behoben. Und jetzt muss das Ganze nur noch zusammengenäht werden. Also alle Teile müssen noch zusammengenäht werden. Schauen wir mal. Und ich zeige euch jetzt an diesen beiden Granny Squares, wie man die verbindet. Es gibt dafür natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. Also wenn man sie zusammen häkelt, dann ist es meist so, dass man eine recht starke Kante zwischen den beiden hat. Wer das schön findet, kann das natürlich gerne machen. Aber für meine Pixeldecke wollte ich möglichst eine Art unsichtbare Naht haben. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass ich die Teilchen heute zusammen nähen werde. Das könnt ihr natürlich auch, wie bei meinen Amigurumis immer, mit einer Häkelnadel machen. Aber ich habe mich heute tatsächlich wirklich mal für eine Stopfnadel entschieden, denn ich glaube, das geht einfacher. So, wir versuchen das also erst einmal durchzufädeln. Ja, es gibt viele verschiedene Tricks dafür, ich weiß, aber ich versuche das einfach mal ganz normal. So, und jetzt, wie gesagt, nähen wir beide Teile zusammen. Und zwar fädeln wir das ähnlich wie Schnürsenkel ein. Also das bedeutet immer von innen nach außen. Und passt auf, dass ihr also wirklich immer genau die richtigen Schlaufen nehmt. Also hier haben wir die zweite Schlaufe in der Ecke benutzt und auch hier drüben haben wir die zweite Schlaufe in der Ecke benutzt. So, dann hier weiter wieder von innen nach außen. Schön festziehen natürlich immer. Auch hier wieder von innen außen. Ich zeige euch das vielleicht einmal etwas näher. Also, von innen nach außen und auch hier von innen nach außen. Natürlich wird es keine komplett unsichtbare Naht werden, aber eine relativ unauffällige, die auch nicht dick ist, sondern relativ glatt. Zum Zusammennähen benutze ich die übrigen Restfäden. Ihr hättet natürlich auch einen neuen Faden nehmen können, aber ich habe die Fäden ja eh dran gelassen. Also kann ich sie auch direkt dafür benutzen. So, und wenn das Ganze zusammengenäht wird, dann darauf achten, dass der Faden wirklich fest sitzt. Zur Sicherheit könnt ihr den gerne noch ein bisschen vernähen, also ein paar Mal hin und her stechen. Abschneiden werde ich ihn jetzt noch nicht, denn ich brauche den Faden ja noch etwas. Denn hier unten kommt ja zum Beispiel auch noch ein Granny Square dran. Das werden ja noch ein paar und den Faden kann ich noch gut gebrauchen. So, und jetzt würde ich meinen, sind die anderen 1062 Teile dran. So, kaum zu glauben, ich habe es doch noch geschafft. Das ist die fertige Decke, die werde ich gleich ausbreiten, damit ihr sie auch einmal komplett sehen könnt. Ich habe zwischendurch nicht mehr daran geglaubt, dass die Decke jemals fertig wird. Das hat so ewig gedauert. Ein Hoch auf mein mega motiviertes Ich vom Anfang des Videos, das meinte, ja, vermutlich so bis Juni ist das Video fertig. Herzlichen Glückwunsch, wir haben Oktober. Ich habe so 1,5 Jahre an der Decke gearbeitet. Also für alle, die immer gefragt haben, hey, kannst du nicht mal eine Decke häkeln? Bitteschön, ich habe es gemacht und ich mache es bestimmt nicht nochmal. Decken sind keine Projekte für mich. Es hat so lange gedauert. Und nur um zu betonen, wie lange das gedauert hat, als ich damit angefangen habe, war ich noch nicht verlobt und inzwischen bin ich sogar schon verheiratet. Ja. Noch relativ frisch. Wenn das Video rauskommt, vielleicht so 1,5 Wochen. Aber ich habe jetzt auch nicht innerhalb eines Monats geheiratet. Das war schon so 1 Jahr von Verlobung bis Hochzeit. Also ich habe ewig gebraucht mit der Decke, ich weiß. Trotzdem, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, ich würde mich ganz für ein Däumchen nach oben von euch freuen. Und wenn ihr noch Fragen dazu habt, zu dieser wundervollen Decke oder Anregungen für ein neues Video, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare rein. Und hey, abonniert auch meinen Kanal, was ich getan habe. Dann verpasst ihr zukünftig nämlich keine neuen Videos mehr von mir. Und ich freue mich da ganz doll und mit einem Abo würdet ihr mir auch sehr helfen. Und wenn ihr noch weitere Videos schauen wollt, dann guckt doch mal da oben. Da packe ich noch ein großes Projekt hin. Und dort gibt es noch ein anderes Video. Und ansonsten würde ich meinen, macht's gut, wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Dort geht's noch zu meinem Shop für Wolle und selbstgemachte Sachen. Und ich kuschel mich jetzt in die Decke ein. Yay!